Willkommen wieder zu einer kleinen Infofolge Pokémon Go und ganz frisch eingetrudelt. Es gibt neue Infos für die Feldforschungen im November, weil der Oktober ist schon fast um. Mit November geht es weiter und diesmal steht alles unter dem Stern der Käfer-Pokémon. Es wird also Feldforschungsaufgaben geben und Feldaufgaben, ja. Alles rund um das Thema Käfer-Pokémon. Ab 1. November 22 Uhr geht das Ganze los und der Forschungsdurchbruch wird wohl Ninja Tom sein. Aus der dritten Generation, glaube ich. Sieht auf jeden Fall sehr komisch aus. Kann man hier mal einblenden. Und ganz besonders wird mit den Feldforschungen und dem November auch Raupi als Shiny eingeführt. Ja, ihr habt richtig gehört. Ihr könnt ab November dann auch schillernden Raupis begegnen. Da freue ich mich natürlich besonders drauf, weil Raupi ist einfach so süß, so knuddelig, so toll einfach nur. Ich habe ein 100%iges, ein 0%iges, da fehlt natürlich noch ein schillerndes. Also da kommt wieder einiges auf uns zu. Endlich ist Suicune dann weg. Ninja Tom kommt aus dem Feldforschungsdurchbruch. Und viele Aufgaben und viele Spawns natürlich mit Käfer-Pokémon, schillerndes Raupi, alles am Start, alles dabei, so muss es sein, es geht immer weiter, ihr wisst Bescheid, das war's aber für jetzt. Kurze Infofolge, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.